Grüß dich und herzlich willkommen zu einer weiteren Buchempfehlung von uns. Heute geht es um die Bücher von Erwin Thoma und das sind noch immer nicht alle, die wir hier in der Hand halten. Also dieser Mann hat mittlerweile sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Das Grundthema ist Holz, Bäume, die Natur verstehen, die Zusammenhänge zwischen den Bäumen, der Erde, den Pflanzen miteinander und natürlich auch das Thema natürliches Bauen, was hat das für Vorteile, mit welchen Materialien sollte man sein Haus überhaupt bauen? Genau. Welche gesundheitlichen Vorteile hat es, wenn man mit Holz baut? Bei ihm heißt es Holz 100, er baut Häuser mit 100% Holz, das heißt auch keine Metallverbindung, keinen Leim, der vor allem oft giftige Stoffe enthält und auch sonstigen Zusatzmaterialien werden nicht dabei verwendet. Aber das ist eigentlich in seiner ganzen Geschichte, wenn man das versteht, nur ein Nebenprodukt. In Wirklichkeit geht es darum, wie er spricht, wie Symbiose funktioniert, vor allem im Wald Symbiose. Was bedeutet das? Dass das ein eigener Wirtschaftskreislauf ist. Und was für mich auch so wichtig war, er hat dann Wirtschaft auch studiert, wie er seine Firma aufmachen wollte und davor aber den Wald und die Natur studiert. Und dann hat er gemerkt, hey, das läuft irgendwie genau entgegengesetzt. So wie ich es auch oft beim Lernen sage, dass es in der Schule gemacht wird und so wie Lernen geht, das geht genau entgegengesetzt. Ist nicht so, dass man sagt, ja, das eine geht so und das andere geht so, sondern nein, ist genau entgegen. Und da darf man sich dann einfach mal für sich selber auch überlegen, okay, welchen Weg möchte ich da gehen? Gehe ich den, der ziemlich alles ausbeutet und zerstört, oder gehe ich den Weg einer Symbiose mit der Natur? Und ich habe, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal auch Videos von ihm in den Kanal hineingestellt. Ich kann es euch wirklich nur schwer empfehlen, schaut euch die Vorträge vom Erwin an, lest die Bücher durch, beschäftigt euch mit dem Thema Holz. Auch wenn ihr jetzt in der Stadt seid und ihr könnt jetzt nicht unbedingt gleich das nächste große Holzhaus bauen, es gibt Kleinigkeiten, die man machen kann, es gibt, wo man beim Bett vielleicht was austauschen kann, wenn man einfach wieder öfter in den Wald geht und einfach mal erlebt, okay, was macht das überhaupt für mich? Einfach mal dieses Bewusstsein dazu zu schaffen. Aber ja, sonst müsste ich jetzt sehr viel aus den Büchern dann direkt schon erzählen. Aber man kann 1, 2 Beispiele geben. Er hat ja das Beispiel mit der Wirtschaft gegeben, dass bei uns in der Wirtschaft jeder versucht, also Beispiel, Firma A geht in Richtung Pleite, Firma B freut sich schon, die Firma A aufzukaufen. Das heißt, es geht eigentlich darum, gegeneinander und immer stetiger Wachstum. Genau, und der am stärksten ist derjenige, der alle anderen schluckt. Genau, und in der Natur ist es genau gegenteilig. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal einen kleinen Bereich im Wald her und wenn da Dürre ist und es ist Trockenheit und da irgendein Baum zu wenig Wasser hat, um zu wachsen, stoppen alle anderen Bäume ihren Wachstum, speichern Wasser, versuchen sich gegenseitig zu unterstützen und erst wenn wieder alle genug Wasser zur Verfügung haben, um zu wachsen, dann wird wieder um die Wette gewachsen, also dann wachsen alle gemeinsam und wenn es einem schlecht geht, dann helfen alle zusammen. Und dasselbe ist auch mit dem Borkenkäfer. Wenn ein Baum einen Borkenkäferbefall hat, hört alle auf zu wachsen, beginnen Borkenkäferabwehrstoffe zu bauen, denn sie wissen, wenn der eine zugrunde geht und die Borkenkäfer können sich in diesem Baum zu Milliarden vermehren, dann könnte der ganze restliche Wald daran glauben. Und deswegen ist es ein Miteinander, ein Zusammen. Und er hat sehr viele verschiedene Bücher, also einerseits, wo er das Mondholz beschreibt, welche Auswirkungen der Mond auf die Bäume hat. Wir wissen, dass früher überall da war und jetzt verschwunden ist, genauso wie in verschiedenen medizinischen Bereichen, wo man früher genau wusste, wie man mit etwas umgeht und heute ist es plötzlich nicht mehr da. Man muss es wieder entdecken. Er sagte auch, er hat seine Firma mit dem Opa gegründet, also kein Plan, aber er hat das Wissen vom Opa, kein Businessplan oder sonst irgendwas. Wir machen einfach mal. Also hier das ältere Wissen. Dann die geheime Sprache der Bäume ist auch ein sehr, sehr fantastisches Buch, wo er auch beschreibt, dass das Internet zum Beispiel nicht von uns Menschen erfunden worden ist. Das WWW, das Wood Wide Web. Genau, also WWW steht für Wood Wide Web. In Wirklichkeit hat das der Wald erfunden und über diese feinen Pilzmyzele ist jeder Baum miteinander verbunden und das ist das Internet, das sind die Glasfaserkabeln quasi des Waldes. Oder auch, dass Bäume miteinander sprechen können, sei es mit Duftstoffen, sei es eben durch das Wood Wide Web oder durch andere Möglichkeiten, wo er einfach beschreibt, wie das miteinander funktioniert. Oder auch, wie das Wildschweintaxi funktioniert. Also das ist auch genauso auch Verkehr und Autos und Möglichkeiten weiterzukommen sind. Dass ein Baum nichts Starres ist, das dort steht und nicht weiterkommen kann, sondern dass auch ein Baum das Wildschweintaxi verwenden kann, um eben 30 Kilometer weiterzukommen. Dass er
so wie Viktor Schauberger auch gesagt hat, du musst die Natur kapieren und dann kopieren. Also das hat Erwin Thoma sehr, sehr schön auch umgesetzt und zeigt einfach, dass wir eigentlich alles aus der Natur nur kopiert haben. Und genau, wir in einer Symbiose leben könnten und für jeden genug da wäre, wenn wir einfach ein paar Kreislaufsysteme verstehen. Und es bei den Bäumen und im Wald auch so ist, der am meisten gibt, der bekommt am meisten. Und das verstehen wir heutzutage noch nicht. Das heißt in der Wirtschaft, du musst die anderen aushungern, du musst ihnen alles wegnehmen, du musst immer der Größte, der Stärkste, der Tollste oder Sonstiges sein. Und dort ist es genau umgekehrt, wer am meisten für andere tut. Da geht es dann um die ganzen Kleinstlebewesen im Wald und Zuckeraustausch, aber das lässt sich dann selber durch. Der bekommt dann auch am meisten. Und ich glaube, dass das einer der Grundprinzipien sein wird, wie wir in Zukunft miteinander als Menschheit leben werden. Ja, und ich sage auch immer, ich lerne am meisten von Kindern und von der Natur. Und das ist ein sehr großer Bereich, wo ich wirklich viel von der Natur gelernt habe. Also ja, egal welches Buch ihr von Erwin Thoma euch durchlest, es gibt noch viel einfach mehr. Anfangen. Einfach anfangen. Und eines, was wir jetzt noch nicht in der Hand halten, was ich aber auch noch erwähnen möchte, ist die Medizin des Waldes, also wo er auch da, wenn man jetzt mitten in der Stadt wohnt, wie gesagt, ich habe jetzt vielleicht nicht das Geld, mir ein großes Haus hinzustellen, dann kann man mal anfangen, die Medizin des Waldes zu nutzen. Also ja, da ist wirklich für jeden etwas dabei. Eine sehr, sehr starke Herzensempfehlung. Genau. Viel Spaß beim Buch. Alles Gute. Bis bald. Baba.